Aktuelle Zeit, 9.45 Uhr. Nanu, testen wir jetzt etwa auch Autos? Nein, noch nicht ganz. Das hier ist ein neuer Chevrolet Trax und der Grund, warum wir den ausprobieren, ist, dass der Siri Ice Free unterstützt. Das ist diese Siri-Integration im Auto, die Apple letztes Jahr vorgestellt hat. Es gibt noch nicht allzu viele Modelle, die das können und deshalb probieren wir das jetzt mal aus. Es ist 9.53 Uhr. Okay, ich habe deine Notiz erstellt. Du hast heute keine Termine im Kalender. Yes! Apple hat Siri Ice Free im Sommer 2012 vorgestellt. Und es gibt aber immer noch nicht allzu viele Modelle, die das unterstützen. Also beispielsweise von Chevrolet, wie bei diesem hier, da ist das bei vielen Modellen inklusive. Auch Opel hat jetzt angefangen, das in die Systeme zu integrieren. BMW hat angekündigt, das für die Modelle ab 2014 zu integrieren. Aber insgesamt ist das noch relativ wenig. Also da könnte schon noch mehr passieren. Und Apple hat ja jetzt auch schon die nächste Stufe von Siri Ice Free angekündigt, wo dann auch auf dem Display Infos, wie beispielsweise die Karte der aktuellen Navigation angezeigt wird. Da könnte also noch einiges passieren. Bisher hat es aber noch nicht so viel Fahrt aufgenommen. Siri ist fürs Auto ein bisschen angepasst. Das heißt, wenn das iPhone merkt, dass es mit der Freisprecheinrichtung im Auto verbunden ist, da sind manche Funktionen gesperrt. Also man kann sich nichts anzeigen lassen, was normalerweise auf dem Bildschirm stattfindet. Also Dinge, die Siri nur anzeigt, aber nicht vorliest, die gehen dann im Auto überhaupt nicht. Aus Sicherheitsgründen erlaubt mir dein Fahrzeug im Moment nicht, diese Information anzuzeigen. Man merkt doch, dass die Autohersteller in letzter Zeit einiges dazugelernt haben. Also sie haben gemerkt, dass es ihren Kunden wichtig ist, dass die ihre Smartphones auch im Auto weiter benutzen können. Und das äußert sich doch an einigen Stellen. Beispielsweise Sprachsteuerung war früher nur ein Thema in der Oberklasse, also bei den rollenden Büros sozusagen. Und jetzt können wir plötzlich auch in einem Kleinwagen, in einem günstigen Auto, können wir Anrufe per Sprachwahl starten oder eine E-Mail diktieren und das Ganze funktioniert eben per Siri. Das gleiche ist es bei den Navigationssystemen. Also während wir früher 2.000, 3.000 Euro ausgeben mussten, wenn wir ein Navigationssystem mit Touchscreen haben wollten, gibt es das Ganze jetzt fast umsonst, weil die Hersteller bauen den Touchscreen ein, die verbinden zum Smartphone und der Rest findet dann auf dem Smartphone statt. Also hier ist es beispielsweise so, dass wir zwar diesen 7 Zoll Touchscreen haben, aber kein Navigationssystem eigentlich. Aber mit dem iPhone und einer App, die 89 Cent kostet, können wir dann auch über den Touchscreen navigieren. Das funktioniert leider nur mit dieser einen App zusammen, aber das ist genau so, als ob das Auto ein Navigationssystem hätte. Also ganz schön clever und sehr viel günstiger. Die Verbindung von iPhone und diesem MyLink-System in diesem Chevrolet, die funktioniert eigentlich ganz einfach. Das heißt, es gibt ja zwei verschiedene Wege, die beide nötig sind. Das eine ist Bluetooth. Das ist dafür da, damit man die Freisprechfunktion nutzen kann, also sprich über das Auto telefonieren. Und auch Siri funktioniert nur über Bluetooth. Der andere Anschluss ist USB. Dafür gibt es hier ein extra Ablagefach mit Anschluss drin. Dort legt man das iPhone rein. Und der USB-Anschluss, der lädt natürlich das iPhone auf. Zum Zweiten kann man die Musik über USB sehr viel besser nutzen als über Bluetooth. Und zum Dritten braucht man diesen USB-Anschluss, wenn man beispielsweise die Navigations-App auf dem iPhone über den Touchscreen im Auto nutzen will. Das geht alles nur über USB. Der Anschluss an sich geht ganz einfach, also das Pairing über Bluetooth. Da sucht man das iPhone einfach aus dem Menü heraus und verbindet sich dann. Und auch wenn man das iPhone im USB-Anschluss angeschlossen hat, dann funktioniert eigentlich schon alles. Bisschen tricky ist es bei der Navigation. Da muss man zuerst die Navi-App auf dem iPhone geöffnet haben. Ansonsten können die beiden sich nicht verbinden. Aber das war es auch schon. Also das funktioniert wirklich sehr einfach. Siri benötigt natürlich, wie sonst auch im Auto, eine Internetverbindung. Und das heißt, es kann in langen Tunnels oder in sehr abgelegenen Gebieten oder selbstverständlich in Dingen wie einer Tiefgarage, kann das sehr problematisch sein. Also da hilft Siri manchmal leider überhaupt nicht weiter. Hallo? 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 Ein weiterer Unterschied zwischen dem normalen Siri im Alltag und Siri Ice Free im Auto ist auch, dass Siri bestimmte Dinge wiederholt. Also wenn ich beispielsweise eine Notiz diktiert habe oder eine E-Mail diktiert habe, dann kann ich sie selbstverständlich nicht auf dem Display nachlesen, das soll ich ja nicht.
sondern stattdessen liest Siri nochmal vor, was ich da gerade verfasst habe, beziehungsweise was Siri daraus verstanden hat. Und das hilft doch, sich nicht zu blamieren oder nicht irgendwelchen Quatsch zu verschicken. Siri funktioniert auch im Auto eigentlich ziemlich gut. Was mich allerdings relativ stark nervt, das sind die Verzögerungen. Also ich drücke auf den Knopf, dann dauert es 3-4 Sekunden, bis das Klingeln ertönt, dass ich jetzt sprechen kann. Wenn ich dann was gesagt habe, dann dauert es gerne nochmal 3-4-5 Sekunden, bis dann auch tatsächlich die Antwort kommt oder der Befehl ausgeführt wird. Und das kann doch wirklich sehr nerven. Also wenn man gerade mal kurz die Musik anhalten will oder zwei Lieder überspringen möchte, dann dauert das. Also, mir gefällt diese Smartphone-Integration ziemlich gut. Wir haben hier einen großen 7 Zoll Touchscreen. Wir können darüber unsere Musik steuern. Wir haben Navigation darüber, auch wenn das in Wirklichkeit alles auf dem iPhone stattfindet. Dazu haben wir noch hier einen Knopf für Siri und können damit so einige Sprachbefehle nutzen. Was allerdings blöd ist, wenn wir unser Smartphone mal nicht dabei haben, dann nützt uns das Ganze so gut wie nichts.